Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Da ich diese Folge gleich im Anschluss zu der letzten Folge aufnehme, kann ich leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Deshalb werde ich das dann entweder in einem späteren Video tun oder halt einfach auch in den Kommentaren mit euch drüber reden. So, und jetzt erstmal... Ah ja, der... Wie heißt der nochmal? Gyrocopter steht noch da. Weil ich habe schon gedacht, 1000 Meter sind etwas viel. So, dann steigen wir mal. Dann steigen wir mal, genau, ja. Aber mit dem darf man ja auch nicht zu hoch steigen. Boah, Alter. Hilfe. Oh mein Gott. Okay. Irgendwie, ist es etwas schwieriger, mit dem Ding zu fliegen. Ja, aber zu hoch dürfen wir mit dem Ding auch nicht, sonst fängt er an zu piepsen. Und es ruckelt gerade extrem, ich weiß nicht warum. Ja, jetzt nämlich. Da müssen wir nämlich wieder runter, weil sonst explodiert das Ding, keine Ahnung warum. Alter, es ruckelt gerade extrem. Ich hoffe, dass sich das legt. Alter, warum ruckelt das so? Ruckel nicht, Spiel, bitte. Jetzt sind wir doch so gut miteinander ausgekommen und jetzt musst du ruckeln. Ich denke mal, weil er die Texturen laden muss und wenn ich so schnell mit dem Helikopter fliege oder Gyrocopter fliege, dann kommt er da nicht nach. Schützenhilfemarken. Du erhältst Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfades, die für dich kämpfen. Du benötigst Marken, um sie zu rufen. Ja, ja, kennen wir alle schon. Okay, jetzt ruckelt es gerade nicht mehr so. Ich glaube, ich darf nur nicht zu hoch. Oder ich bin lieber ruhig. So, nicht gegen den Baum. Boah. Okay, aber so ist halt die schnellste Art zu reisen, deswegen gehe ich lieber so. Und ich weiß nicht, ob die Äste mich treffen können, aber ich will es auch gar nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Biete den Rebellen deinen Dienst an. Lager des Goldenen Pfades. Steig aus. So. Dann bieten wir mal unseren Dienst an. So, dazu müssen wir da rein. Hallihallo. Da. Ach, wir müssen da gar nicht rein. Ja, super. Da. Mit dem müssen wir reden. AJ, schön dich zu sehen. Wir sind bereit für die Bastarde. Nimm dir die Minen oder geh in das Geschütz. Zeigen wir es denen. Ja, ich gehe natürlich ans Geschütz. Jäger. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeifen miteinander kommunizieren. Sie können dich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für einige Sekunden markiert, bevor die Markierung verschwindet. Sie können Raubtiere beschwören, die dich anstellen, von Soldaten angreifen. Töte sie, um die Beschwörung aufzu... Ach du Scheiße. Jäger hören sich echt böse an. Wir bereiten uns vor. Mit dem Geschütz in der Hand. Trinken noch ein Käffchen. Machen wir. Aber wenigstens haben wir unendlich Muni. Nimm die Munition und lege ein paar Minen. Achso, können wir das auch kurz machen? Ja, ich würde die Minen echt gern nehmen, aber ich glaube, ich habe schon Minen. Denk dran, die können von überall kommen. Wie kann ich die Minen denn legen? Ach, egal. Egal. Wir gehen jetzt ans Geschütz. Das sind Jäger. Das ist schon mal ein guter. Die sind schnell und schwer aufzumachen. Da. Okay, den hätten wir. Ich bleibe immer schön am Geschütz. Ich hoffe, dass das was bringt. Ja, schreit es noch ein paar Mal. Bringen wird es dir auch nicht wirklich viel. Okay, ich gehe doch mal dahin. Weil die sehe ich mit dem Geschütz leider nicht. Okay, den hätten wir. Den auch. Ich glaube, ich komme so besser durch. Was war's das? Wow, die kommen ja auch von da. Okay.
Komm schon, zeig dich. Der lebt da unten noch. Ja, eben. Oh, da leben sogar noch zwei. Ich sehe keinen. Ach, da. Die werden halt auf der Karte nicht angezeigt. Voll scheiße. Da oben. Der hat mir. Okay, wir können also auch die Deckung kaputt machen. Okay, das Geschütz bringt echt gar nichts. Man sieht einfach null was. Okay. Den da. Das war ein Jäger und wir sind noch am Leben. War's das? Aber das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Erreiche Camp Alpha. Mach ich, mach ich. Wo Pagan diese Männer findet. Sie haben Fähigkeiten, die kaum zu glauben sind. Dann gehen wir mal zum anderen Camp. Das war also. Aber so schwer ist es gar nicht. Auch wenn die Jäger echt schlimm angepriesen wurden. Wow. So schlimm ist es echt nicht. Hä, warum schießen die noch weiter? Missionsgebiet verlassen? Willst du mich verarschen? Die sind doch tot, oder? Hä? Wo ist denn das Lager genau? Ah, da. Okay. Oh, da sind schon Tote. Was soll das? Was? Ich habe gerade gar nichts mehr verstanden. Also ich glaube, das Piepen war unser Gyrokopter. Und die Explosion war auch unser Gyrokopter. Und die wegfliegenden Körperteile, ich glaube, das waren wir. Aber wir starten sogar hier wieder. Na, immer hin. Alter. Ach du Scheiße. Können wir das nicht nehmen? Das leuchtet so komisch. Können wir da bestimmt nehmen? Naja. Okay, hier waren sie also schon tätig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow. Da rennt einer auf uns drauf. Da oben war noch ein Jäger. Ah, ne, da. Wo ist denn hier so ein... Hier ist irgendein Tier. Ruf der Rebellen. Mission beendet. Okay, das war jetzt doch nicht so schwer, aber... Ach. Erledigt. Aber das, wonach Amita gesucht hat, ist nicht hier. Das spielt keine Rolle, Bruder. Du hast Leben gerettet. Ich wusste, du schaffst das. Du hast Mohans Blut, ein wahrer Sohn Kyra. Hallo, Tier. Hallo, Bär. Wow. Ich gehe mal lieber weg von hier, weil nicht unbedingt gesundheitsfördernd, glaube ich, bei dem Bär zu stehen. Und lass mich raten, der Gyrokopter ist jetzt einfach nirgendwo mehr. Und wir... Da sind da noch welche. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir heimkommen. Da sind ja... Oh nein, oh nein. Nashorn greift an, Nashorn greift an. Nashorn... Ja, ja, ja. Der hat es auch gemerkt. Wow! Wow! Nein! 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 Okay, mit Nashörnern ist nicht zu spaßen. Lass mich in Ruhe! Ich glaube nicht, dass ich schneller als ein Nashorn bin, aber... Lass mich in Ruhe. Okay, es hat unsere Spur verloren, aber da ist ein neues. Okay, da vorne ist ein Auto. Wir müssen irgendwie zu dem... Irgendwie zu dem Fahrzeug hin. Okay. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Oh, natürlich ein Quad. Was soll das auch sonst sein? Okay, schnell da drauf und weg hier. Hier ist es mir zu gefährlich. Hier explodieren Gyrokopter. Hier rennen Nashörner rum. Das geht immer gar nicht. Und hier sind natürlich auch solche Deppen.
Ich bin kein Feind. Ich bin nett. Das wisst ihr nur noch nicht. Okay, schnell zurück zu Sabal. Die Frage ist nur, wo? Wo geht's hier zurück zu Sabal? Also irgendwie ruckelt's gerade extrem. Ich weiß echt nicht, was los ist. Da sollte ich nicht reinfahren. Okay, da vorne geht's absolut nicht zu Sabal. Hätten wir echt über die Brücke müssen? Wir hätten, glaube ich, über die Brücke müssen. Okay. Ich gehe jetzt mal über die Brücke, aber irgendwie ist sich die Karte noch sehr unschlüssig, wo Sabal denn wirklich ist. Ah doch, es scheint so, als wären wir richtig. Ich gehe jetzt am besten mal zum... Was? Was war das? Zum Funkturm. Wo ist denn der genau? Nicht hier in der... Oh nein. Oh nein. Wie einfach hupt. Was soll dann passieren? Soll ich dann anhalten? Soll sagen, okay, ich steige aus. Ihr habt mich. Nur weil er hupt so. Okay. Ist das da oben der... Ich glaube, das da oben ist der Turm. Ich gehe da jetzt mal hoch. Ganz schön durcheinander die Folge, aber ich bin immer noch etwas perplex, einfach weil irgendwie die Mission so schnell rum war und irgendwie so leicht. Ich weiß auch nicht. Toll. Und da sitzen natürlich ein paar, die ein schönes Lagerfeuer machen, was mich aber voll ankotzt. Ich bin's. Haben die etwa ein Geschütz und ich habe keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Burn it, baby. Burn it. Burn. Der burnt nicht. Aber treffen kann er genauso. Also wenn man so schlecht trifft. Nein, 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 nein. Okay, schnell, schnell, schnell heilen. Boah, ich brauch schnell eine andere Waffe. Nee, 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 nee. Behalt doch die Waffe. Ja. Weil wir kriegen ja Muni von denen. Nicht wirklich viel, aber Muni. Okay, Freunde. Das sind Freunde. Gott sei Dank. Hier ist ja sogar einer von uns. Okay, darf ich da mal vielleicht einsteigen? Danke. Endlich wieder ein fahrbarer Untersatz. So. Hey, da sitzt ja einer drin. Ich hab gedacht, der ist auch gestiegen. Cooles Ding. Ja, also meine Fahrkünste sind nicht die besten, mein Freund. Also, sei gewarnt. So, und hier ist der... Ich will ihn immer noch Funkturm nennen, aber er heißt der Glockenturm. Man muss sich ja auch der Umgebung anpassen. Also, dann gehen wir mal auf den Glockenturm. Da liegt ein Toter. Und ich war's nicht. Was geht hier vor sich? Ja, vielleicht war ich's auch doch und ich hab's vergessen. Oh nein, wegen Reinigungsarbeiten geschlossen, oder? Gesundheits- und Sicherheitswarnung. Paganmin möchte alle Untertanen daran erinnern, dass die Glockentürme von Kyrat offiziell zu einem Sicherheitsrisiko und einer Gefahr für Leib und Leben erklärt wurden. Da er von Herzen immer nur ihr Bestes will, befiehlt Paganmin, sich von diesen Todesfallen aus einer düsteren Vergangenheit fernzuhalten. Möge Pagans Licht auf sie alle scheinen und halt doch einfach die Fresse. Paganmin ist nämlich ein Arschloch. Ja, ich gebe da einfach, ja. Ich sag da mal gar nichts zu und gehe da trotzdem rein. Und ja, Paganmin will bestimmt das Beste für alle. Ganz bestimmt, ja. Also ist, glaube ich, der Zettel aufs Wort. Bestimmt hat es er auch noch selber geschrieben, so. Wird er wohl auch haben. Okay, da hoch. Aber halt einfach mal ein Geschütz aufstellen. Tempo, Bewegung.
Oh, hier sind Gegner. Die kommen ja hier rein. Was, die kommen hier rein? Okay, das ist neu. Also, dass die Gegner reinkommen, das ist echt neu. Und dass ich hier nicht runterfallen will, das weiß ich auch. Okay. Weg damit. Oh. Ja, ja, sei ruhig. Immer dieses möge Paganmins Licht sich alle erleuchten. Naja, klar. Für wen hält denn der sich? Für den Megatyp, oder was? Sieht aus wie so ein... ja, okay. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber ich glaube, ihr wisst alle, an wen der uns alle erinnert. Und... dann denkt er aber, er wäre halt übelst der Typ. Sind wir jetzt bitte endlich ganz oben? Ja, sind wir. Sei ruhig. Sei ruhig. Glockenturm befreit. 2 von 17. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und was haben wir freigeschalten? Wir haben natürlich Partisanenklinik entdeckt. Dann haben wir natürlich niemand geringeren als irgendwas entdeckt. Und irgendwas. Entferne Pergamins Propaganda-Poster, wenn du welche siehst. Mache ich. So, und das, ich finde es immer so witzig. Hier ist so richtig altmodisch eine Glocke. Und dann wird es aber durch hier so, durch Elektronik so, wird es dann hier mit der schönsten, neuesten Elektronik ausgepriesen. Oder sowas in der Art. Hier ist noch irgendeine tolle Truhe, wo Beutetasche fast voll drin ist. Und Goldstaub. So Leute, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge auf diesem schönen Glockenturm, der so sicher wie immer ist. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann schaltet die nächste auch wieder ein. Und bis zum nächsten Mal bei Far Cry 4. Auf dem Glockenturm. Was jetzt genau unsere Mission ist, weiß ich gar nicht. Das finden wir bestimmt im nächsten Part raus. Bis dann.